Hi Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel. Herzlich willkommen zum nächsten Getränketest. Ich teste jetzt den vorletzten von Guarana No Sleep. Danke dafür nochmal an den Akku. Grüße an dich gehen raus, mein Bruder. Weiß Bescheid. Demnächst müssen wir mal zusammen ein Video machen. Müssen wir mal machen. Und zwar haben wir hier Sexy Beast Guarana No Sleep. Aphrodisiak. Passionsfrucht. Also, ab geht's. Jo, das ist hier ein serbischer Energy Drink. Hot Energy steht da drauf. Das stand mit dem anderen, glaube ich, nicht. Ich habe jetzt nur noch den Original übrig. Den nehme ich mir zum Schluss auf, weil der soll extrem ballen und extrem geil sein. Dann hebe ich mir den zuletzt auf. Und hier diese außergewöhnlichen, die will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Deswegen kommen die ein bisschen vorher. Das Original teste ich meist am Ende. Weil das Original gibt es eigentlich immer. Und solche Sachen können auch befristet sein, auch wenn es nicht da drauf steht. Können auch limited sein. Jo, also hier diese Eule finde ich geil. Irgendwie. Und was soll das sein? Wolverine-Kratzer oder 5 Stunden wach? Oder schreibt mal in die Kommentare rein, was es mit der Eule auf sich hat. Ja. Es ist schön eisgekühlt, so wie es sein muss, und Passionsfrucht, und es hat, ja, das mit den Kilokalorien ist so eine Sache. 32 Milligramm Koffein, was schon ordentlich der Kracher ist. Und die Kilokalorien, die sehe ich hier jetzt gar nicht. Beziehungsweise... Kilokalorien hat 100 Milliliter von dem Zeug. Ich halte es euch noch mal schön in die Linse. So, das Design ist allein schon mal 5 Sterne wert, aber der Becher ist auch am Start, denn das Auge trinkt immer mit und das ist auch wichtig so. Ich stehe gerade am Mainufer. So. Oh. Oh, das riecht gut. Das riecht wie ein... Also, wenn es davon ein Frauenparfüm geben würde, die Frau würde ich... Geil. Absolut super geil. Es riecht wundervoll. Schenken wir ein. Okay. Ich dachte jetzt an eher was Rosé-mäßiges oder Rotes, aber es ist... Ja. Gelb. Das ist einfach gelb. Und es hat richtig geil Bubbles. Ein Begriff, den ich geprägt habe, übrigens. Bubbles. Hier. Es muss Bubbles haben. Ne? Ihr kennt ja den Spruch, muss nicht schmecken, muss wirken. Es muss Bubbles haben. Ja. Und es hat sehr viele Bubbles. Es sieht aus quasi wie ein Shampoos, kann man sagen. Also, Design schon mal ganz klar. 5 Sterne fürs Design. Wundervoll. Absolut geil. Kann man das noch in die Linse halten? Vielleicht so, dass die... Ja, genau, ja. Oh, das sieht so sieht's cool aus, dass die Eule so ein bisschen böse guckt. Geil. Also, Prost. Oh. Also, das hat ein... Echt geil. Ich höre nicht mehr das Wort geil. Ich weiß nicht, ob das in Ordnung ist oder ob das vor YouTube ein bisschen stört. Aber das schmeckt einfach nur geil. Das schmeckt nach Passionsfrucht. Ja, richtig gut kommt die durch. Also der Energy, den merkt man auch. Natürlich, ich merke jetzt schon, wie der reinballert. Also heute der Tag geht wahrscheinlich sehr schnell vorbei, weil ich rucki zucki durch die ganze Stadt geflitzt bin. Aber... Das war, also Passionsfrucht, wow, einfach nur geil. Achso, fand es keiner am Start. Dafür haben wir hier bei dem, haben wir hier so Eulenohren. Das ist auch interessant. Ist ein Detail. Der Teufel steckt im Detail. Und also das, ich feiere das. Das ist cool. Das ist sehr geil. So, lass mal die Eule wieder ein bisschen böse gucken. So, also machen wir es kurz und knapp.
Vom Geschmack her kriegt das von mir absolute 5 Sterne. Es ist bisher auch der beste. Also das ist mein Favorit bisher. Mal gucken, wenn ich den Original teste, dann werde ich meinen Favoriten benennen. Ich glaube, der wird's. Aber naja, gut, vielleicht ist der Original noch besser. Gut, jetzt könnt ihr mir mal sagen, wie seht ihr das? Schreibt in die Kommentare rein, kennt ihr den? Habt ihr ihn schon getrunken? Gibt es den irgendwo in Deutschland zu kaufen? Das wäre mal interessant. Und gibt es da noch mehr Sorten? Das wäre auch interessant. Ja, dann würde ich sagen, lasst ein Like da, lasst ein kleines Abo da und gute Fahrt, Jungs und Mädels.